Weiter geht's. Pokémon Shit. Und heute geht's über die Route 3. Wir verlassen heute Engine City. Also vorerst zumindest. Das werden natürlich noch ein paar Mal wieder, bestimmt noch mal wiederkommen oder ein paar Mal noch wiederkommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und wir werden auch angefangen. Egal, Puzzle Boss hat mich immer gebeten, dieses Geschenk zu bereiten. Ne? Was? Ach ja, das Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier ist wieder Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen. Und zwar an jedem beliebigen Ort, den du schon vorher besucht hast. Ja, es gibt ja keine VMs mehr. Die wurden ja dann quasi in Pokémon Let's Go erritt. Das ist hier nicht anders. Die Form 2 Fliegen gibt es nicht mehr. Dafür kann man jetzt mit den Flugtaxis fliegen. Also es gibt eine Typ TM oder TP. TP ist das, glaube ich, Fliegen. Aber hat nicht mehr den Zweck eines der VM. So, wir nehmen auf jeden Fall mit an. Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kram aus Flugtaxis in dein Ziel gebracht. Dafür spielen wir dir die Karte und wähle, wo die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung der Flugtaxis. Bedürfen Sie das X-Menü, wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug. Als Flugtaxi will ich, wie gesagt, nur ein Auto, wie zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Töffel willst, musst du also einfach zu Fuß gehen. Oh, cool, wir werden sogar standesgemäß verabschiedet. Na gut, dann die Items haben wir eingesammelt. Mehr haben wir, glaube ich, gerade noch nicht zu tun. Hier ist hinten nicht mehr. Hier so sehen. Hier ist noch ein Pokémon Center. Und hier ist noch der Guter. Nach vorne will er kämpfen. Boah, da bist du ja. Du hast. Du, ich hab die Idee. Vielleicht mit einem Tennis. Du gegen mich. Okay. Das wollte ich hören. Wir müssen jetzt in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz anzustehen. Ja, und dann nächster Kampf gegen Hopp. Ich glaube, das ist jetzt der dritte. Haben wir den ersten damit bekommen, mit dem, als wir den Charter bekommen haben. Dann haben wir den zweiten mit dem Schaukampf für die Fehlensbriefe. Und das müsste jetzt der dritte Kampf gegen ihn sein. Naja, mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Den schlagen wir. Wir sind noch ein bisschen drüber mit dem Level. Nicht mehr so viel, aber wir sind drüber. Ja, so. Wally geht in die Knie. Oh, fast alles. Wir müssen auf gehen zum Level up. Wir haben hier Level 14, Sensei 10, Micro 12, Zigzags 8, Philly 10. Wie gesagt, die letzten 4 sind keine Dinge mehr. Das kann man nachher noch aufbauen. Micro wird sich gut in Schlag zu lernen. Ich werde es tatsächlich erstmal ins Team nehmen, damit wir überhaupt ein bisschen was haben. So. Level 8, Philly 10. Okay, alle anderen, der Kanal weg. Du fängst mit Hop, kommst jetzt mit Hop, lo? Okay, dann fließt du dann. Oh, wir sind 14. Dann vergisst du dann noch nicht relativ schnell jetzt. Ich schätze jetzt mal Tackle ein. Na, ja, fast. Boah, wann dem Griff? Der letzte schon total verinnerlicht. Oh, und jetzt greift auch mal endlich die Verwirrung. Wie geht es auf den Trank? Oder reicht die Aquaknarre? Was reicht die Aquaknarre? Okay, dann ist das so weit. So, ich bin gerade gerade mit 13. Ich bin Level 9, kann man gerade getrost. Ignorieren. Mit Micro. Ich habe leider momentan nicht viel, was ich gegen ihn entgegensetzen kann, da ich meine Elektro-Pokémon erst zu spät bekomme. Oder später bekomme erst. Gut, ja. Wie viel ist es denn? Gute 5. Aber es dauert alles ein bisschen. So, Pizza. Shit.
kleines Micro. 16 für Minion. Oh, und Zetzex entwickelt sich. Wir lernen also ein weiteres oder ein neues Pokémon kennen. Nämlich Terada vom Typ Gefahr Psycho. Aber es ist auch nur ein Überbrückungs-Pokémon. Aber wir haben zumindest jetzt die Möglichkeit, ein Psycho-Pokémon zu kämpfen. Es lernt erstmal Reflektor, Lichtschild und Konfusion, also drei neue Attacken. Gerade mit Konfusion, da hätte man eine Möglichkeit, ein bisschen was zu machen. Ah, die Fischrivalle, du hast auch nicht was auf, muss ich da lassen. Und hier hast du meine Liebekarte, als Zeichnung des Respekts. Ancient City war nur die erste Etappe unserer Arena-Challenge. Wir haben noch so viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zur Stadt, weil der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon, ich werde es durchziehen. Total hart, damit ich irgendwann der Champ zum Kampf herausfallen kann. Und dann schaffe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champ, Alisa, ab aus Vorlangen. Ja, ich meine, ich will ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe da so ein bisschen was dagegen. So. Wird die überhaupt geheilt oder kann ich da irgendwie halt dann. Okay. So, und dann halte ich mein Team gerade noch schnell. Damit wir hier weitermachen können. Ja, das ist mir schon klar. Na gut. Dann geht's jetzt weiter. Und zwar Route 3, die wir uns heute genau angucken. Wenn deine Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit deinem Trank heilen. Bei Vergiftung hilft Gegengift. Wenn du nur genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon zu behalten. Und sehr. Ja, genau. So, dann gucken wir mal. Hier oben ist noch irgendwo was. Und Riesenpilz. So, das Zickzacks, was ich schon habe, hatten wir schon. Und auch Skunkampu kennen wir ja. Hatten wir in Pokémon Schild. Im Team. Zumindest sehr lange. Das ist ein Champ-Battle damals. Hier, das können wir das mal nicht tun. Diesmal werde ich es nämlich nur fangen, damit ich den Eintrag kriege. Und auch ein neues Pokémon, wenn wir auf dieser Route noch kennenlernen. Das wir gleich. So. Die ist erstmal gefangen. Level 11 für Kerada, Level 10 für Zwickzacks und Level 11 für Fidelu. Und wie gesagt, holen wir erstmal den Eintrag hier. So, erstmal, du kannst in die PC-Box, ich brauche ich gerade nicht. Diesmal bist du nicht fürs Team geeignet. So. Und hier haben wir eine Trainerin. Boah, hast du die Hoffnungsnummer nie gesehen? Na klar hast du das. Sie hat mir Tag gehört, mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Ich stand sogar mittendrin. So, Göramira. Du hast ein. Och, das ist ja gewonnenes Fressen für uns. Ein Vulpix. Praktisch, ein Wasser-Pokémon. Und ich dürfte sogar auf der Route tatsächlich hier die erste Entwicklung vielleicht beobachten. Ich denke, damit 16 wird sich das entwickeln. Unser Minion. So. Micro. Hurry up. So. Das nur wirklich. Oh, von ist ja Leiter 1. Das ist cool, dann könnte ich das fangen. Aber erstmal nehme ich mir diese drei Heilbälle hier mit. Und dann noch ein neues Pokémon. Aber mit dem Pflanz, aber wir haben ja eins. Da habe ich auch lange überlegt, ob ich tatsächlich mir ein erstes Generations-Pokémon im Team hole. Oder ob ich dann sage, ich nehme tatsächlich ein weiteres Pflanz-Pokémon. Hier kann ich immer die gefunden, ich habe tatsächlich genommen. Aber ich werde tatsächlich mit Mirapla ein bisschen was machen. Boah, zu viel PP. Gut, dann werde ich mir das fangen. Das Wulpig werde ich tatsächlich auch vorübergehend ins Team nehmen.
weil wie gesagt, die erste Arena wird eine Feuerarena sein, damit kann man, glaube ich, nur ein kleines Wort an den Feuer-Pokémon. So. Da werde ich wahrscheinlich Velilu rausnehmen aus dem... Oh, Mirabler will Giftpuder lernen. Oh, ist mega sauber, das ist cool. Ist mal gut, besser als Absorber. So. Nein! War falsch. So, ich hole mir das mal gerade kurz hoch raus. Ich wollte das wirklich behalten. Was? Raus. Also haben wir nämlich ein Feuer-Pokémon im Team. Und ich glaube, wir stellen mal hier das Pflanzen, weitere Pflanzen-Pokémon. Und zwar heißt es Cortini. Ja, also heute in der Aufnahme sprechen wir noch nicht auf. Ich denke noch. Ich glaube, so nicht drei Folgen oder so, dann müssen wir es eigentlich. Dann dürfen wir in die Arena halt kommen. Okay. Hast du den? Aua! Ich stelle den Ball um. Ich halte den Ball, damit du mir nicht wehtust. Okay, du möchtest es also auf die andere Art und Weise. Ja, ich brauch der Tempel jetzt nicht. So, jetzt gibst du mal den Ball, weil, auch gut. Ja, der zweite Ball passt. Und nimm den Erreich Level 16. Und da sollte die Entwicklung kommen. Mir entwickelt sich. Mit den Lettern kann ich wieder was trinken. Und die zweite Entwicklung von Mimmi heißt Black Leon. So. Und auch den Antrag für Cortini werden wir noch bekommen. Aber das werde ich in die PC-Box schicken, weil das brauchen wir nicht. Gib meinem Pokémon mal ein paar Tränke. Ich glaube, wenn du vom Typ her bist, weil die Typen müssen ja gut aufgestellt sein. So, okay. Warte mal. Oh, warte mal, hab ich schon die Geheimgetränke mit eingeplant? Kann ich. Oder geht das nicht? Moment. Weil ich glaube, es gab ein paar. Okay, klappt nicht. Schade. Okay, hätte ja klappen können. Dann holen wir uns den Trainer noch hier. Und da haben wir auch schon wieder ein neues Pokémon gesehen, da hinten. Aber das holen wir uns dann. Aber diese Trainerin besiegt dann. Du kommst mit einem Pam-Pam. Auf! Über Kopfwurf, ja. Was willst du im Kampf? Micro. Okay. Das ist so für dich gewesen. Dann Micro ist mit dem Flug. Und Pizza sollte dieses Pam-Pam relativ schnell da sein. Vor allem, weil ich heute davon noch war. Jetzt den Micro kurz. Oh, diese Schülerin besiegt. Hier unten habe ich. Dich habe ich auch. Und hier müsste doch immer noch ein Item liegen. Vor allem liegt hier erstmal ein Feuerheiler. Und wie zur Hölle komme ich in den Laden? Hier wird auf Pokémon Schwert gab es hier Focado, glaube ich, meines Wissens. So, den Trainer hier nehmen wir auch noch mit.
Pokémon gerade nochmal gesehen? Oder war das was Bekanntes? So, gut, erstmal hast du Knospi. Ja gut, das sind Pflanzen-Pokémon, ne? Mal gucken, was wir machen. Ah, Wechsel. Alter, mit dem Wasserstarter nur durchzuquälen. Nehmen wir jetzt einfach so Vulpix rein. Dann wieder diese Feuerbrücke mit meinem Feuer-Pokémon bekommen, aber das dauert auch. Dauert nicht. Nee, du hast doch keine Feuerattacke. Was ist das denn, ey? Was ist das für ein Feuer-Pokémon? Nein, nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob wir diese Feuer-Pokémon im Team haben. Doch, haben wir, klar. Das dauert. Das dauert. So, erstmal fangen. Die Frage ist, ob ich es so hinkriege. Du willst weiterhin mit deinem Absorber da was machen, oder? Machen, was er halt hoch zu gut gerade. Ich glaube, der hat uns die bisschen was abzieht. Gut, dann ist es jetzt weg. Und gerade alle mit 12. Und das heißt so Coutini. Ich habe keine. Weiß nicht, warte mal, Coutini ist ja von den Pflanzen, ne? Das geht ja nicht mit Gift. Und soll was machen. Eine Ladung Säure. Ja, passt doch. Ich wollte gerade sagen, Viertel geschwächt durch die Pflanze und Gift. So. Die Radler habe ich nur nach in der letzten Aufnahme Session auf Screen gefangen. Was haben wir hier? Aha, etwas ganz, ganz Neues. Ein Klick. Cool. Weiß ich gar nicht, dass es das hier gibt. Das heißt, das hat mir schon gefallen. Das ist ganz schön Stahl. Aus Generation 5, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es hat zwar Elektroattacken drauf, aber. Ich weiß, das wird gehört. Ich weiß, ich will das kurz empfangen. Das ist ein super Beiwahl. Ich bin auf jeden Fall sicher gehen, dass der. Wenn der jetzt die Ladestrahlung so kann, dann kann er uns richtig gut tun. Ja. Jetzt bleibt der Ball. So. In eine PC-Box. Dann nehmen wir den Dreck natürlich gerne mit. So, ich hätte aber hier was anderes gesehen vorher. Ein Macholo, auch das kennen wir noch. Also kennen wir schon Pokémon. Aber noch nicht hier. Jedenfalls Generation 1. Sau. Kanto. Ey, du kommst mir aber. Geh mal das im Pokéball hin. Wenn ich mich nicht ärgern kann, weiterhin. So, dann kommt die gleich Level 13. Ja, haben wir Pokémon gefangen. Umso besser ist es. Ich hatte jetzt gedacht, ich habe ein weiteres Pokémon erkannt. Aber hier steht Sanier. Ha, da kommt unser Arena-Challenger. Der große Ausfall bei der Eröffnungszeremonie, die war echt cool. Ich bin da nur rumgelaufen und nix. Das ist cool aus. Ja, Glückwunsch trotzdem. Oh, hast du den abgelassen? Pff, der ist gerade alleine unterwegs bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Da stehen sich Rivalen. Das ist sinnvoll, auch separat zu trainieren. Wo du gerade. Ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du das Gebäude, was da drin? Das könnte Liga-Präsident Rose. Oder genauer gesagt seine Firma.
Armen von der Route 3 gibt es eine Biene. Die Formel von Rose und des Erzes dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Und spielt also eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Gala-Region. Und ihr wisst, was los ist, sag ich wieder noch. Was? Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er scheint ein bewundernswerter Typ. Jetzt habe ich aber ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so gut, geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fluchtseil hast du dir verdient. Ein Fluchtseil. Oh, deine Pokémon kann ich jetzt gleich wieder fit machen. Ah, das ist nicht. Dankeschön. Bis Töffel liegt noch ein weiter Weg von dir. Reisen wir nämlich auch zur Arena, Challenge. Bis dann. Ja, bis Töffel, doch, wie gesagt, machen wir noch ein bisschen. Es dauert also alles noch ein bisschen. Jetzt machen wir mal diese Route jetzt zu Ende. Dann geht es euch die Mine noch. Und dann Beleber nehmen wir noch mit. Und da ist das Pokémon, was ich im Kurs anschneiden wollte. Und zwar Clunket. Ein Pokémon von Typ Gestein. Wird uns mal ein bisschen ins Feuer-Pokémon spielen. Also, falls ihr noch was braucht in die Richtung, dann folgt euch das. Das ist definitiv nicht ohne. Ich hoffe, dass ich es so viel verfolgen bekomme. Ich hoffe, die Pokémon. Ja, ich kann es nicht in der Räumertag angreifen. Mal lang. Ich hoffe, es wäre weg. Ich würde es mich gerne fangen. Ja, passt. Wunderbar. Auch Körper ist gefangen. Und jetzt ein Flecklion und 15 Mirapla. Oder Mirapla, wie auch immer die Leute ist. Jetzt kommen wir wieder in die T-Box. So, und dann müssten wir eigentlich was alles, was auf dieser Route hier rumläuft, haben. Oder? Nö. Da ist noch ein Pampuli, was wir wahrscheinlich sogar noch fangen wollen. Cool. Alles Pokémon ist so eigentlich auf dieser Route, aber ich weiß nicht wirklich, welche hier auf der Route sind. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Oh, ja, falls. Hab ich schon mal wieder mal gezielt. Ja, das war ein gutes Pokémon. Das ist hier unser Screen. Aber noch ein bisschen. So, Papuli geht in die in den Pokéball. Aber kopflos, geht zickzack. Okay. So, so, Blick mal raus. So, Pampuli nehme ich auf jeden Fall mal ins Team, weil. Cooles Boden, guck mal, da nehme ich zickzacks für raus. Naja, wohl. Ja, warte, kannst du gehen. Ja, wenn ich fast mit dem Maiko rauskomme. Brauchen wir nämlich nicht. Dann habe ich, dass wir jetzt alles unsere. So, den nehmen wir noch mit hier. Den Trainer. Die Frage ist, was er da. Ein Postbote auf jeden Fall. Mit einem Fotogeld. Oh, passt. Oh, cool. Das verteilt Geschenke, aber es klappt nicht vielleicht. Okay, es soll doch der Aquaplar ins Gesicht. Schön mitten in die Fresse rein. Ja, aber ja. 13 Kerader. Und auch der hier. Also keine Chance, der gute Postbote, aber mit dem Motorgeld passt das auf jeden Fall schon. Das Camping, das werde ich euch dann mal bei Gelegenheit zeigen, das werde ich jetzt dann mit Beginn nach der Galamine machen. Da gibt es mehrere Orte, wo es geht. Und hier ist noch mal der Trainer. Mit einer 3%igen, ich glaube 3%igen oder 4%igen Wahrscheinlichkeit gibt es noch hier genau dieses Thermopod. Aber das findet ihr auch an einem anderen Ort noch. Also falls ihr noch ein Käfer-Feuer-Pokémon sucht. Es lohnt sich. Definitiv. Ich habe es mal privat gespielt. Und wie gesagt, normalerweise finde ich es hier auf dieser Route auch. Aber. Kera da.
ist ja ein Typ, der war Psycho. Ah, ich glaube, da. Wenn ich mal Mirabel einsetze, dann stirbt mir das durch die Giftattacken weg. So, das ziehen wir mal gerade kurz weg, dann müsste es dann erst Level 18 sein. Ja, wenn ich kann. Komm jetzt, hau dich weg. Nein, das tut's nicht. Es pusht sich hoch mit Lichtschild. Spezialattacken, okay. Kriegst du doch zum einen, kriegst du doch zum Reichen. Auch eine Aquaknarre, jawohl. Knapp, aber es hat gereicht. So. Pekka 18, Miraplan 16, TikTok 13, Wildwix 14, sehr schön. Und Miraplan will Stachelspore lernen. Dann kriegst du jetzt den Wachstum raus. So. Wildwix, du solltest einfach mal Glut lernen. So. Erstmal super. Achso, es gibt, glaube ich, diesen Außenweg hier. Okay, gut zu wissen. Gut. Da ist noch ein Item. Zwei Kapseln X-Verteidigung. Und bei dieser jungen Dame könnt ihr euch tatsächlich nochmal heilen lassen. Auf der anderen Seite der Biene steht noch jemand. Mit ihrer Schwester noch. Das hat sie ja gerade gesagt. Und dann würde ich sagen, wenn wir hier mal feiern, wir sitzen in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter in der Mine. In der Galamine 1 und die gucken wir uns dann an. Bis dann, tschüss.